Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Heute nehme ich Sie mit zum Zahnarzt. Nicht zu irgendeinem, nein, ich nehme Sie mit zu einem Spezialisten für Parodontose. Dr. Quirin hat eingeladen zu einer Informationsveranstaltung über die heimliche Volkskrankheit. Und darüber machen wir uns jetzt mal schlau. Herr Dr. Quirin, Sie haben heute zu einer Informationsveranstaltung geladen zum Thema Parodontose. Warum haben Sie sich denn genau für dieses Thema entschieden? In meiner Praxis hat sich in den letzten 20 Jahren gezeigt, dass bei Neupatienten der Befall an Karies sehr stark abgenommen hat, aber der Befall mit Parodontitis also sehr stark zugenommen hat. Studien belegen, dass also bei den 45-Jährigen ungefähr 75% der Patienten an Parodontitis betroffen Parodontitis betroffen sind. Bei den Senioren sind es sogar über 90%. Und viele wissen davon gar nichts. Und wir haben uns deshalb als Thema Parodontitis zugrunde gelegt, um die Wissensdefizite etwas aufzuarbeiten und das Problem Parodontitis etwas die Bevölkerung zu sensibilisieren und darüber aufzuklären. Jetzt müssen Sie für einen Laien wie mich nochmal erklären, was hat es denn genau mit Parodontose auf sich? Also was ist Parodontose? Eine Parodontitis ist eine chronische Erkrankung, im Übrigen die am häufigsten vorkommende chronische Erkrankung bei Erwachsenen. Sie wird durch Bakterien verursacht, die im Übergang zwischen Zahn und Zahnfleisch sitzen. Und der Körper reagiert mit einer Entzündung darauf, um diese Bakterien zu bekämpfen, schafft es auf Dauer aber nicht, sodass also als Folge Zahnfleischentzündung, Zahnfleischrückgang, Knochenschwund und schließlich auch die Lockerung und der Ausfall des Zahnes resultieren. Das Besondere an der Parodontitis ist folgendes, dass keine Schmerzen bestehen. Das heißt, man hat zwar Parodontitis, merkt aber lange Zeit nichts davon. Vielleicht eine leichte Schwellung, eine leichte Rötung. Auch Mundgeruch ist oft eines der ersteren Anzeichen. Aber meistens wird die Parodontitis spät oder zu spät erkannt. Wenn Parodontose so spät erkannt wird, sind dann die Zähne verloren oder wie ist das genau? Die Zähne sind nicht verloren. Es ist wichtig, ein Behandlungskonzept zugrunde zu legen, was vornehmlich am Anfang steht da die Prophylaxe im Vordergrund. Wir haben speziell ausgebildete zahnmedizinische Fachhelferinnen, die sogenannten Dentalhygienikerinnen, die also über 6 Jahre berufsbegleitend weitergebildet sind, die bei den Patienten eine sogenannte professionelle Zahnreinigung durchführen, um diese Bakterien am Zahnhals unter dem Zahnfleisch zu entfernen. Und da wird auch mit den Patienten ein Konzept erarbeitet, wie die Mundhygiene verbessert und optimiert werden kann, um so auch langfristig das Wiederauftreten der Parodontitis verhindern zu können. Jetzt sind wir wirklich mittendrin beim Zahnarzt. Ich muss ja gestehen, ich bin nicht ganz so gern hier. Also die Geräusche, die gefallen mir nicht so gut. Und hier habe ich das Glück, mit einer Patientin reden zu dürfen. Wie geht's Ihnen gerade? Ich habe gerade gesehen, bei Ihnen wurde ordentlich im Mund rumgearbeitet. Ja, total. Also am Anfang hatte ich wirklich total Angst. Aber eigentlich war es gar nicht so wirklich schlimm. Also ging ganz gut, ja. Und die Geräusche, stören die nicht, oder? Doch, die haben schon ein bisschen gestört. Aber langsam gewöhnt man sich dran, genau. Und das Ergebnis sieht auch gut aus, mal lächeln. Ja, sehr schön. So soll das aussehen, wenn man dann fertig ist. Also ich putze mir zweimal am Tag die Zähne, morgens und abends und dann noch ein bisschen Zahnseide. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich an Parodontose überhaupt erkranke, also dass ich Parodontose bekomme? Die Parodontitis kann man selbst nicht verhindern. Es geht nur als Teamwork. Und zwar zwischen der speziell ausgebildeten Dentalhygienikerin, die Ihnen
dazu verhilft, eine optimierte Mundhygiene durchzuführen und die ihrerseits eine sogenannte professionelle Zahnreinigung in regelmäßigen Abständen durchführt, wodurch dann Bakterien auch an Stellen entfernt werden, die sie selbst zu Hause nicht erreichen. Und diese Kombination hilft langfristig die Parodontose Wiedererstehung zu verhindern. Und wie oft sollte man dann zur Prophylaxe überhaupt gehen? Das hängt von Ihrem Risikoprofil ab. Die Parodontitis wird nicht allein durch Bakterien oder allein durch die Mundhygiene bestimmt, sondern es gibt noch andere Faktoren. Genetische Faktoren, die Immunabwehr spielt eine Rolle, wird geraucht oder nicht. Und entsprechend diesem Risikoprofil müssen diese Abstände bestimmt werden. Das heißt also, wenn jemand ein geringeres Profil hat, also normal krank oder gesund ist, reicht ein halbes Jahr. Bei höherem Risikoprofil müssen diese Abstände verkürzt werden. Sie sind ja Spezialist für Parodontose. Was genau bedeutet das denn? Dieser Spezialistentitel wird von der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie vergeben. Hintergrund ist eine Art Fachzahnarztausbildung, die ungefähr 5000 Stunden umfasst und 2 Jahre an der Abteilung für Parodontologie einer Uniklinik stattfindet. Es gibt also von 60.000 Zahnärzten in Deutschland sind ungefähr 100 zertifiziert und entsprechend ausgebildet, dies spezifisch in der Praxis durchzuführen. Das war mittendrin für diese Woche, heute von der Zahnarztpraxis von Dr. Quirin hier aus der Viere in Freiburg. Und wenn Sie mehr Informationen über das Thema Parodontose haben möchten, dann schauen Sie doch einfach mal im Internet vorbei unter www.dr-quirin.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut.